Willkommen zurück zu Mass Effect. In der letzten Folge haben wir das erledigt, weswegen wir eigentlich hergekommen sind. Die ganze Geschichte mit Benethia. Und dann zusätzlich auch diese Ragnai-Geschichte. Ganz schön cool. Da müssen wir hier raus, wenn das vielleicht nicht ganz so unproblematisch ist. Da ein paar von den wild gewordenen Kindern von den Ragnai da noch rumlaufen. Die kleinen Aliens. Ist da sonst noch irgendwas, was hier wichtig ist? Problem in den Hochsicherheitslaboren lösen. Ja, es sind noch ein paar Ragnar, die rumlaufen. Und dann die Main Quest, okay. Schon mal die Waffe rausholen, falls hier noch was los ist. Es läuft eine Station, Mannschaftscasino. Sicherheitsbereich. Man kann auch leider hier nicht selber die Ebenen wechseln, was ganz praktisch wäre. Die Karte ist so doof, manchmal, wenn ich nur irgendwo hinklicke, um die Karte zu bewegen, geht ja in dieses rein. In das Menü auch nicht immer. Nur manchmal. Da werden auch welche angezeigt, aber. Wo genau sind die? Hochsicherheitslabor war es noch, oder? Dann putzen wir halt auch noch, bevor wir abhauen. Reicht ja nicht, dass wir hier hinkommen und die ganzen großen Probleme lösen. Nee. Die Krümel müssen auch noch weggesaugt werden. Können wir nichts alleine, die Leute, ich sag's euch. Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? I don't understand anything yet. What were you doing here? Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Ragnai ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. They brought it here to wake it up? Binary Helix planned to clone Ragnai, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Ragnai. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Schade, dass wir nicht vorher getroffen haben. Wir hätten ein bisschen mehr Informationen gehabt. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how they spread so quickly. Separating them from their mother didn't work. Ah, this was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Ragnai do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Ragnai are uncontrollable. Are you telling me I shouldn't kill these things? Actually, I was to tell you the opposite. These Ragnai are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Was sind auch überall noch Leute und so? Also unabhängig von den Ragnar, die sind nur noch ein paar von den Viechern. So gefährlich sind die jetzt alleine auch nicht, oder? Tötet alles innerhalb der Station. So. Das ist auch wieder die Antwort hier. Was heißt denn zum Teufel damit? Dass er das nicht machen möchte, weil es eine scheiß Idee ist?
Irgendwie überzeugt mich die Idee nicht so sehr, ehrlich gesagt. I don't have time for this. If the matriarch isn't here, we're leaving. I do not want so much to be here myself. But the Mira system, she will not let you leave. Is failsafe, you understand? You leave without arranging to eliminate Rachni, maybe they spread. Also das Gespräch ist nicht nur so ein bisschen fluff, das ist wirklich schon sehr dazu gedacht, dass man das vor dem Treffen mit der Rachni-Königin hat. Zum Glück, dass es dann anscheinend geht, dass man da einfach an dem vorbeiläuft. Schade. Ich soll was mit dem besprechen. I'm feeling not so well. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira destruct. So viel dazu. Die Stühle werden gleich mit. Perimeter clear. Gleich mit in die Luft gehoben. Get down! Nein, ich wollte die Waffe wegstecken. Naja. Da haben wir halt eine Granate da hinten. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. How many Rachni are in here? I'm sorry. The sensor network is too damaged to provide an accurate count. Give me your best guess. Guessing is beyond my design parameters, Commander. What's the status of the facility? Containment breach in laboratory pod Gamma. The neutron purge system is functional, but has not been armed. Are there any survivors in here? Lady Benezia, an executive secretary of Binary Helix, is on the operations deck. There are no other living crew members within the lab structure. Nee, die ist auch nicht mehr da, ne? Aktuell ist alles nicht hier. Und was sollen wir jetzt machen, oder wie? Habe ich irgendwie eine Wahl, das nicht zu machen? Fühlt sich nicht so an. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Sic semper ter... That is not the correct code. Please report to security for arrest and interrogation. Werden wir machen. Ich habe nur gehustet, ja. Das ist geil. We're moving on. Logging you out, Commander. Also, ich sag mal so. Es gibt doch bestimmt noch einen Timer dafür. Das heißt, die Hochsicherheitslabore hier unten werden gepurged und ja, dann hauen wir rechtzeitig ab, das wird alles. Online. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code. Code input. 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. Gemetzel hier. Zum Glück haben wir die Leute alle, die aufstehen lassen. Okay, auf der Minimap sieht es ein bisschen gefährlicher aus. Vielleicht ist die Purge dann doch das Richtige.
einfach mit dem Zug jetzt weg oder wie machen wir es am besten? Die Karte ist das allerletzte. So, Fahrstuhl im Sicherheitsbereich. Mannschaftscasino. Will ich mit denen nochmal reden, mit den anderen Leuten? Bin ich beim Zug direkt raus? Gucken, was mit dem Zug passiert. Alles ein bisschen mühsam hinten rumzufahren. Unangenehmes Schweigen. Ein bisschen betreten, ja. Ein bisschen dehnen. We need to hurry, Commander. My Benezia said she transmitted the Mu Relay's coordinates to Saren. He may have already gone through. We can't follow him. That relay's inside the Terminus systems. They're not fond of Alliance ships over there, or Spectres. Hmm. The conduit's on Ilos. That's where Saren is heading. I plan to be waiting when he gets there. Saren probably has his whole fleet in orbit around Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You need to alert the Council. They will assemble a fleet to accompany you. It is our only hope. Crew dismissed. Joker, alert the Council. Tell them everything. Aye, aye, Commander. Okay. Reden wir selber gar nicht mit dem Rat. Nicht wichtig genug, oder wie? So, Mission. Sovereign. Dem Rat Bericht erstatten. Ja, wollte ich ja gerade gerne. Müssen wir da persönlich hin? Was ist jetzt, wie ist das zu verstehen? Vielleicht ist das so wichtig, dass es ein Anruf nicht reicht. Muss dann selber vorbei. Kreisen Sie in das Newton-System. Waren Sie den Doktor? Noch hier was Wichtiges dabei ist. Wenn ihr übrigens wisst, welche zwei Keeper mir noch fehlen, könnt ihr mir das auch gerne sagen. Da muss ich die nicht per Hand suchen. Weil ich habe keine Ahnung, welche das noch sind. Und so spannend ist es dann tatsächlich auch nicht, auf der Citadel im Kreis zu rennen. Um das anzuschauen. Vorfälle untersuchen. Das klingt auch ein bisschen interessant. Ich habe beim ersten Mal durchspielen von Mass Effect wirklich jede Nebenaufgabe gemacht, jeden Fitzel, alles, weil ich einfach Mass Effect so geil fand und immer mehr haben wollte. Noch mehr Mass Effect. Und konnte ich gar nicht genug von bekommen. Und ich finde es auch jetzt super. Aber man muss ehrlich sagen, diese Nebenmissionen, diese Aufträge sind zum größten Teil völliger Schrott. Leider. Das ist immer so, du fährst irgendwo hin in so eine generische Mine oder Lagerhalle oder Raumschiff. Das sieht immer gleich aus. Und schießt da halt ein bisschen rum. Und am Ende findest du so einen Textlog und das war's. Das hat die Story ist halt nur so ein Textfitzel. Das ist nur Rumgeschieße, da passiert nichts Spannendes. Da ist halt irgendwie nichts Cooles bei. Das Einzige, was ich noch ganz spannend finde, ich werde mal noch zwei Sachen machen. Und zwar einmal... Das sind irgendwie andere Sachen, das will ich nicht. Das, wo waren das hier? Mit der V... Achso, Geth-Aktivitäten, das klingt irgendwie cool. Dann können wir gleich mal sehen, vielleicht ist ja dann trotzdem ganz cool. Aber das klingt natürlich spannend, dass hier die Geth eine Streitmacht zusammenziehen. Und das könnte Beginn eines Krieges richtig sein. Das schaue ich mir mal an. Und hier VI außer Kontrolle, wenn man da auf dem Mond unterwegs ist, glaube ich. Und das wäre irgendwie auch cool. Das sind auch irgendwie zwei coole Sachen.
Meer zufällig, wo der liegt. Und das andere war hier Gav-Aktivitäten. Armstrong-Nebel. I forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udino wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his Geth. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Okay, so viel dazu, dass ich noch was anderes mache. Ist eigentlich ja auch sinnvoll, dass wir das jetzt einigermaßen schnell angehen, aber... Ja, mal schauen. Ich glaube, es gibt noch ein paar Möglichkeiten, Kleinkram zu erledigen. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the Terminus systems. How many ships are you sending to attack Ilos? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the Terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. Ach, ist vorbei. Das ist ja praktisch. Vielleicht ist eine Änderung in der Legendary Edition, dass jetzt ja Saren aufgedeckt wurde und jetzt vorbei. Dann gibt es ja Teil 2 und 3 gar nicht mehr. Ganz überraschend, haben viele nicht mitbekommen, werden wir hier feststellen. Es ist vorbei, wie schön. Fragen wir mal nach dem Rest, nur so aus Interesse, obwohl es ja eigentlich vorbei ist. Secrecy isn't his greatest weapon, the conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. We won't invade the Terminus systems because of a dream. One ship going into the Terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. So ist die Situation. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Das ist doch Blödsinn. Das ist, glaube ich, die einzige richtige Antwort. Are you insane? After everything I've done, you still don't believe me? I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this with my help, of course. Commander! Shepard, I cannot believe they did this to you. I am so sorry. I showed them the truth and they still won't believe. It's not right. You did everything they asked and more. Nobody else could have done what you did. The Council owes you everything, everything. Instead, they strip you of your command and ground the Normandy. While they sit on their asses, Saren searching Ilos for the conduit. As soon as he finds it, we're all dead. Perhaps we could appeal, and get them to reverse their decision. I pushed them as hard as I could. They wouldn't budge. So you're going to walk away? You will just give up and doom the entire galaxy to extinction? We lost the battle, not the war. I'll figure something out. I believe in you, Shepard. I am with you every step of the way.
Das ist meine Diare. Sorry to interrupt, Commander. Got a message from Captain Anderson. Joker. Are you spying on us, Joker? No, sir. Just knew you were on the ship and figured I'd pass the message on. The captain said to meet him at Flux, that club down in the wards. You should probably go meet with him. Fucking Joker. Hätte auch noch ein paar Minuten warten können. 2 Minuten, mehr brauche ich nicht. Naja. So, was soll's? Den Flux, den Captain treffen. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Das mit dem Rad hatte ich gar nicht so schlimm in Erinnerung, dass die einem so im Weg stehen, dass sie die ganze Zeit immer nicht dran glauben und dass sie da so zögerlich sind. With all this exploration of Prothean culture, this must be like a survey for you, Liara. Our travels now are somewhat different from my normal excavations. I would prefer lengthier studies and fewer explosions. The loss of all this Prothean technology is just one more thing Saren will have to pay for. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ich dachte, dass ich jetzt nicht so in Erinnerung hatte, dass der einem so sehr im Weg steht. Dass der nervt und nicht glaubt und so. Ja, aber dass sie jetzt am Ende zu diesem Zeitpunkt das jetzt praktisch nochmal so sabotieren auch richtig, dass sie einem da die Normen die auf Grund setzen, das wusste ich echt nicht mehr. So, jetzt wollen wir den in dieser Bar treffen. Hier am Flux. Können wir direkt hinfahren, das ist ja geil. Schön mit dem Flugtaxi. Ist der Eingang hier unten? Das ist schon da oben, oder? Ja. Wer ist er? Soldier, I've got a major situation and I need help from somebody with humanity's interests at heart. It's Commander, actually. What do you want? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an Alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Salarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. Okay. Don't try to sell me on this. Just tell me what you want. I need you to buy a mental stimulant for me. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the med. If you know the monthly limits, why did you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Salarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. Is your assistant incompetent, or just inexperienced? Worse. He's an alien sympathizer. My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Why is this deal so important? The Salarians want to set up long-term trade agreements. There are billions of credits at stake. If I don't get the drug, my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. Ah, diese super wichtigen Verhandlungen werden von diesem kaputten Typen und seinem Assistenten einmalig geführt in den Schluss, oder wie? You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment.
No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand. Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. That sounds like an addict talking, Keeler. What does it take to convince you? You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this. Ja. You should be careful who you stay around. What? Hey, good to see another human in here. I'm waiting for someone else. Mal kurz ein bisschen umgucken. Bevor ich unten zum Captain gehe. Hier Blackjack spielen oder was? Vier bis sieben zu fünf, eins bis acht. Sechs, geil. Was? An die 20 soll ich rankommen? 13. Ah komm, das ist doch Verarschung. Niedrig an. Oh, hier ist einer. Ja, guck an. Da fehlt nur noch einer. I believe this machine has been tampered with, and someone is funneling credits to a private account. I will attempt to trace the signal. Ich spiele einmal Hocheinsatz, also. Eins, ach, wenn man 21 oder mehr hat, okay. Jetzt verdiene ich hier fett die Credits, Achtung. Ja, hier. Elf. 16. Hm. Ja, 100 Credits ist doch Quatsch. Ist ungefähr 50-50, ja. Nein, nicht nochmal spielen. So. Wie kann ich jetzt diese komische Geschichte hier tracken von jemand, der es gehackt hat? Why is the music in these places always so loud? It almost seems as if the people here want an excuse not to talk to each other. Deep. Place is busier than usual. Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left to... sorry. I don't want to bore you with my problems. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. I assume CSEC is protecting her? They can't watch her all the time. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Do you know who her contact at CSEC is? No. It's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Thanks. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. Deswegen sind wir eigentlich hier. The Normandy's been grounded. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded.
Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. What's the plan? I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. There's got to be a better way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He will not just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. The ambassador will not forgive this, Captain. You will be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Puh, ist mir alles nicht so spannend. Ich glaube, er kennt sich da besser aus. Ich glaube, das mit dem Büro wäre die bessere Wahl. Aber ich denke, er wird schon wissen, was er macht, hoffentlich. It's your call, Captain. I'll break into the ambassador's office. He made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? I still have some things to take care of. Come see me when you're ready to do this. I'll be right here waiting for you. Ja, viel Zeit haben wir eigentlich nicht. Mal ein bisschen bei ein paar Sachen möchte ich noch machen. Das mit der Schwester eben noch. Dann gucken wir mal ein, zwei Kleinigkeiten auf. Der Sitter, der noch. Ein Keeper wäre noch super. Ich dachte, vielleicht könnt ihr mir ja verraten in den Kommentaren, wo der ist. Dann kann ich das noch erledigen. Aber lange Zeit lassen möchte ich mir nicht. Weil Saren ist auf dem Weg. Können nicht rumbummeln. Haben eh schon genug Zeit verloren jetzt durch die ganze Geschichte. Das heißt, ein paar Kleinigkeiten erledigen und dann geht's auf nach Ilos in der nächsten Folge. Bis dann.